Ich glaube, wir behalten das ein, dass wir immer nur noch Zufall nehmen. Das ist voll schön, wie viele Strecken wir haben. Nur ein einziges Mal Babypark. Aber dann war es Zufall, okay? Dann ist halt von, weiß ich nicht, wie viele Maps gibt es jetzt? 64? Dann würde ich dich aus Prinzip hassen, ey. Aus reinem Prinzip. Das war dann kein Zufall, das war Schicksal. Ah, Mann, Kackbumerang! Toll, Harley. Habe ich gesehen, ey. Du hast gegen eine Rebuilder geworfen, ey. You had one job! Aber ich habe auch noch eine Ratchet. Boots! So, jetzt bin ich Platz 1. Sehr gut, danke Haribo. Das war Teamwork. Ohne im Team zu fahren. Und jetzt? Nee, nee. Würdet ihr die hier gegen... Ja, egal, was mir wert. Totally worth it. Ich habe dich abgeworfen und dann bist du stehen geblieben und dann bin ich dagegen gefahren. Fand ich doof. Aber egal, gleichzeitig gut. Ist neutral. Bumerang, Boots! Was denn? Bumerang werfen? Ja klar. Oh Mann, ey. Mit dem Hyrule Circuit kann man die Kurve mit den Bäumen auch ohne Pilz abkürzen. Auch mit deiner Kombi. Ja, ich glaube, das kriegt. Ja doch, ich glaube, das habe ich schon mal versucht. Zumindest habe ich das schon gesehen irgendwo. Ich wollte da mal in Hyrule Circuit einen coolen Rekord aufstellen. Habe ich nicht hingekriegt. Nick ist rausgekommen. Achso, Moment. Noch wer ist raus? Bin auch gerade verwirrt. Alle mal hier sagen, wer noch drin ist. Scheiß Abkürzung, ey. Nie funktioniert. Also Raik ist nur da, Haribo ist noch. Ich glaube, Pikachu ist raus, ne? Also ich sehe bald sogar nur den Stream-Chat. Also wenn Pikachu auf Discord schreibt, sehe ich das noch. Hey, Haribo, was soll das denn? Hier, dafür kriegst du die zweite. Ich war das. Ich war das. Aber es ist. Ich habe überlegt, soll. Ich wollte erst gar nichts sagen. Ich dachte so, komm. Ich bin nur hier. Bleib doch nur stehen. Ja, mein Blacker Blue Shell! Nein, der Blöd! Mitten in der Luft, ey. Mitten in der Luft, ey. Das war, glaube ich, eine doofe Idee. Nein, Rico.
Items hinten dran hängen, Item-Taste gedrückt halten. Das bist du selbst schuld. Nein! Nein, ich will nicht haben, dass Reiko von mir ist. Schon, schon. Boah, als ob Harley wieder mit ihrem Kack-Düsen-Dingens sich vorschummelt, ey. Harley, ey. Ja, hoffentlich auch der letzte Mal. Tatsächlich Pikachus raus. Schockierende Wendung. Achso, wahrscheinlich vielleicht einfach keine Lust mehr. Nicht. Achso, auch aus Discord, achso. Noch im Stream? Ja, genau, gut, anwesend. Lebe noch. Lebe noch! Ja, das ist so traurig eigentlich. Wie, wenn man mich nicht hört, wollte ich mir sagen, ihr hört einfach nicht den Stream. Achso. Lass mich mal kurz durch, Chinas. Vielleicht von Pikachu Rage Quit, vielleicht schreibe ich einfach nachher mal Pikachu. Alles Gute ist. Ne, Pikachu hat ja auf Discord geschrieben, dass sie rausgeht. Schreib einfach nachher mal. Harley? Ja, Mann, nicht. Ich war das. Mann, was trifft mich denn random? So ohne Sinn und irgendwas trifft mich. Wow, Kugel Willi. Hä, warum standen bei mir gerade noch irgendein Waluigi? Hä, das war gerade ein bisschen verwirrend. Thank you.
Bitte? Keine Ahnung. Gab's keine bisher. Hallo, bist du? Hier nicht. Ich habe das jetzt bei sowieso so umgestellt, dass man nur noch, also Streckenwahl ist, hat eine Stunde Cooldown. Stört dich das? Komme ich einfach nur nach vorne, wenn ich permanent alles abwehren muss, was in meine Items kaputt gehen, die ich eigentlich nach vorne werfen möchte. Das ist so albern, ey. Also manchmal bin ich einfach mehr damit beschäftigt, den ganzen Scheiß also abzuwehren, ey. Egal, trotzdem, Vio, lass das. Immer trotzdem weitermachen. Und zur Not gibst du einfach Haribo. Ach nee, du warst das sogar. Ne? Egal, gib dir selbst die Schuld. Ich hab unendlich Red Shells. Du entkommst mir nicht, Menschi. Du entkommst mir nicht. Ich einfach viermal hintereinander eine einzelne Red Shell bekam. Oh boy. Das war mehr Luck als alles andere. Hier noch eine Bombe. Okay, das heißt nicht. Aber klar, direkt ist man einmal Erster und dann. Dann kriegt man nur eine Kackbombe, ey. Und ich beherrsche mit der Abkürzung nicht. Egal, hier ist noch eine Ratchet. Ja. Tja. Oh, sogar Vios vor mir, ey. Gruselig. So, ich hab meine Hyrule-Pistole. Gute Nacht, tschüss. Wie viel? Kann den ganzen Tag so weitergehen. Das glaube ich dir, Reike, das glaube ich dir. Schon wieder so ein Fall. Weißt du, ich wollte gerade Menschi, die Red Shell, während er drüber fliegt, in den Kopf werfen, ey. Ja, aber selbst musste was abwehren, ey. Schon wieder! Jetzt! Ja, ich glaube, die gehen mit dem Pilz ganz gut. Boah, ich wäre fast einfach in Menschis Bananenschale reingefahren, ey.
Oh, wie gemein. Ich habe gesehen, wie Mensch hier runtergefallen ist. Oh, der Blitz war fies. Also, gut für mich. Also eigentlich ganz nett. Habe ich nicht. Ich wollte nur sagen, dass das fies war. Shit, nicht mitbekommen, ey. Okay, der Blitz kann... Tja, wie mir? Ich war doch hundertmal. Ich war doch hundertmal weg von dir, Haribobo. Achso. Ne. Hat gesagt, sie geht nicht so. Hat sie? Achso. Vio war gerade verwundert, dass du raus warst. Dann habe ich gesagt, dass du ja gesagt hattest, dass du rausgehst. Ja, ist verständlich. Das habe ich mir schon gedacht. Ne, ist ja aber heavy. Am besten einfach ausschlafen. Weiß nicht, wann wollt ihr morgen früh wieder anfangen? Na jetzt? Na ja, glaube ich, schlaft erstmal, glaube ich, aus. Ich glaube, gerade mit Migräne und alles tut das bestimmt gut. Wegen dem Umzug? Das ist, glaube ich, mir auch schon aufgefallen. Als ob ich da jetzt runterfahre. Wie heißt das so schön? Why do we worry? Warum machen wir uns überhaupt Sorgen, wenn wir da eh nichts machen können? Wen jetzt? Nee, mich hat keine Green Shell getroffen. Ich bin mega weit weg von dir. Wie soll mich eine Green Shell von dir treffen? Achso, ey, weiß ich doch nicht, was mich vor 10 Minuten getroffen hat, ey. Ich will doch kein Logbuch, ey. Oh, dann mal der Zug. Viele Abkürzungen, die man mit Pilzen nimmt, kann man auch ohne nehmen. Oh, bestimmt. Ich habe mich nie wirklich richtig krass reingefuchst. Das wird bestimmt mein Skill vielleicht ein bisschen erweitern. Aber ich... Achso, den siehst du von da hinten nicht, ne? Also eigentlich...
Hört ihr mich nicht? Alles klar, Selina, dann danke fürs Mitspielen auch. Habe ich auch Reike Danke schon gesagt? Weiß ich nicht. Egal, kriegst kein Danke. Jo, das ist okay. Alles easy. Ne, auf jeden Fall auch dir danke fürs Mitspielen. Auch Reike Danke fürs Mitspielen. Reicht. Geht um Spaß, ein bisschen Spaß haben, quatschen. Alles easy. Hast du Spaß? Das Mario Kart. Wie viele Blue Shirts hier in der Lobby kommen? Ich hab Menschi. Wie Harley? Ich bin. Wie. Keinen guten Tag heute. Ja, vielleicht jetzt so. Vielleicht nicht gut reingekommen überhaupt in Mario Kart, ne? Wenn es so am Anfang so erst die Überlegung und alles und dann die ganzen ersten Anfangsrunden. So, so, erster Eindruck zählt. Oder generell nicht. Also, okay, ich brauch. Also, wenn ich neue Mods. Ja, ist auf. Ja, ich hatte halt, man hat einfach nur, oh, oh, nicht nur wegen dem. Ich glaube, das wäre so das auch so eine Überlegung. Ich glaube, so wenn ich jetzt einfach. Ich meine, manche Streamer, die machen ja dann einfach Pause oder ähnliches. Also ich glaube, sowas würde ich. Müsste man. Also würde ich jetzt so, wenn ich jetzt aufhören, wenn ich so wirklich sage, ich habe keinen Bock mehr zu streamen. Ich höre auf, so, ich glaube, das müsste ich einen Monat einfach ankündigen. Und ich weiß nicht, kann man Subs überhaupt deaktivieren? So ab jetzt kann man nicht mehr subben. Geht das? Nee, ich meine jetzt, nein, ich meine jetzt ganz andersrum als aus der Streaming-Perspektive. Genau, ich wollte halt als Streamer sagen, so, ich möchte nicht mehr gesubbt werden. So, weil, wenn ich, angenommen, ich möchte jetzt zum Beispiel aufhören mit dem Stream, dann wäre das ja voll doof, wenn ich jetzt sage, okay, ich höre jetzt Februar auf zu streamen und alle, die jetzt dann Sub raushauen, ja, hm. Ja, aber jetzt so generell, ich musste jetzt generell so dran überlegen, ne? Musste ich halt so. Eigentlich auch fies. Ich musste halt jetzt vielleicht auch so ein bisschen an den einen oder anderen Streamer denken. Ich glaube. Das geht. Ja, genau. Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung. Bei mir ist das automatisch angewiesen. Ich war so überrascht. Ich dachte einfach, das wäre ein Twitch-Bug oder so. Bei dir einfach. Also ich habe auch nicht drauf geachtet, aber jetzt.
Ja, deswegen bin ich so verwundert. Also, ich habe nichts gemacht, das war einfach drin. Dass man dieses mit dem Antworten. Aber es gab wieder Änderungen, by the way. Also, als ich heute in meinen Twitch-System reingeschaut habe, da wurden jetzt wurden Kanalbelohnungen separiert. Also, alles, was jetzt so, ne, ich glaube, Kanalbelohnungen, Emotes und noch irgendwas wurde jetzt, glaube ich, einfach nochmal in eine eigenen Sparte reingepackt, damit man das leichter findet und so. Ja, View bekommt nur noch Mathe-Streams vorgeschlagen. Also. Instant geblockt. Ich würde einfach mit Haribo Random Beef anfangen. Ich würde einfach mit Haribo Beef anfangen oder so. Ja, für die Klicks oder so, ne? Macht man das nicht so, dann... Wir schreiben uns Voicemails, wie wir uns hassen und ähnliches und dann... mache ich dann so, beefmäßig. Hey, Pikachu! Ja, genau. Die müssen wir dann mit... Müssen wir dann mit Fake-Accounts oder so... machen. Hey Pikachu, Haribo hat gefragt, weil du so spontan raus warst. Das war voll überraschend. Bye bye View. Soll ich noch eine Runde starten? Ja, ne? Eine 8er geht nur. Eine 8 oder 6, 6, weiß ich nicht. 8, 6, 6, 6, 8. Was? Okay, Haribo und Männchen sind noch da. Ne, dann starte ich noch. Ja, du warst so spontan weg, Pikachu. Deswegen so aus dem... Kommt. Es ging so schnell. Alles gut bei dir, Pikachu. War bei dir alles gut? Weil du so schnell raus warst. Ja, okay. Ich habe schon vorhin gesagt, so, ne, ich dachte, vielleicht ist irgendwie, ist irgendwas oder so, hab schon gesagt, nach dem Stream schreibe ich dir vielleicht. Späte Mario Kart kommt dir nicht so. Ah, okay, ja gut, das ist dann natürlich ungünstig. Weil meistens ist halt Mario Kart, kann ich ja nur so spät machen. Haribo, ey. Aber nee, ist ja nicht schlimm. Ich meine, ist ja auch, wenn man auch nur eine Stunde mitmacht oder so, das geht ja auch und alles. Ja, war beides einfach. Ich hab Pikachu und Haribo geantwortet. Das ging gleichzeitig. Ja. Was sagtest du, Vio? Ach so, Vio hat ein Funkelgemälde ab. Hier war eine Abkürzung, hat er es gesehen? Ja, so ein Funkelgemälde hat Vio noch abzugeben.
Ja, das liegt einfach an der Distanz. Der Mensch ist so weit vorne, dass jetzt mittlerweile... Ja, genau. Genau, die Distanz zwischen mir und Mensch ist so groß, dass ich einfach selbst schon mittlerweile Items bekomme, die man eigentlich mal da hinten bekommt. Deswegen... Es gibt, glaube ich, sogar einen Zeitticker, wann Kugelwilli überhaupt im Rennen freigeschaltet wird. Ich glaube, nach einer halben Minute kann man erst, oder nach eineinhalb, oder nach 90 Sekunden kann man erst Kugelwilli überhaupt im Rennen bekommen. Und wie genau das berechnet wird, weiß ich nicht, ob das immer zum ersten Platz, aber ich behaupte, das ist immer so der Abstand zum ersten Platz. Das heißt, wenn alle auf dem Haufen sind, kriegt der letzte Platz auch nicht immer das geilste Item. Deswegen, wenn man Kopf an Kopf fährt, kann es auch sein, dass man auf Platz 2 einfach ein Item bekommt, wie eine Münze zum Beispiel. Das passiert auch schon häufiger. Wenn man gerade Kopf an Kopf ist und so und oder hintereinander, dann kann es passieren, dass man eine Münze kriegt auch. Ja, oder jetzt, so wie jetzt in dem Fall, einfach, wen habe ich jetzt bekommen? Ich kann auch sein, dass ich einen Kugelwilli bekomme. Also sieht man mal, nicht drehende Leute, ich werde in Mario Kart überhört. Pikachu, ich habe immer den Stream-Chat offen, deswegen kann ich auf Discord nichts sehen. Deswegen dachte ich, also wenn, während des Streams immer ganz gut, wenn dann im Stream zu schreiben, weil ich kriege das nicht mit, das müssten dann, also andere dann beobachten. Aber. Genau, also gerade, ich glaube, Harley sagt auch, dass sie hat dann nur den, Stream-Chat noch im Auge wegen Mod und ähnliches. Ich glaube, gerade als Handy-User ist das ein bisschen schwierig. Am PC ist das, glaube ich, angenehmer, wenn man noch am PC nebenbei ist. Dann kann man beides sehen. Aber, genau, am Handy ist das ein bisschen schwierig. Und da ich halt während des Streams halt immer den Streamchat halt habe, damit ich auch jedem antworte, der hier schreibt, weil nicht jeder ist ja auf dem Discord-Server, aber wenn man mitspielt, dann ist es, glaube ich, echt am besten, wenn man nicht redet, dann im Stream dann zu schreiben, weil da kann ich halt, dann sehe ich halt die Nachrichten da viel, viel schneller. Beziehungsweise da sehe ich halt die Nachrichten. Ja. Dann sag ich währenddessen nichts mehr wie was. Muss ich mal gleich. Ja, Pikachu hat da gerade, glaube ich, eine längere Nachricht. Muss ich gleich mal lesen. Ich gewinne eben. Geht ganz schnell. Oh no, Mensch, ist schon im Dringen. Das heißt. Einfach alles abwehren, ich kann nicht alles abwehren, aber die, oh, egal. Also ich habe während des Fahrens Streamshit nicht sichtbar, sonst will ich gar keine Konzentration haben. Achso, am besten einfach während der Fahrt überhaupt, also ich achte... was? Müsste eigentlich, glaube ich, weiß ich nicht, irgendwo bei den Einstellungen gehen. Aber wenn ich, weiß nicht, ansonsten kann man ja, ich weiß nicht, wo du das hast, ansonsten vielleicht, wenn es keine Konzentration, auf Stumm und dann einfach nur so. Vielleicht geht das ja. Aber ich kriege halt den Stream-Chat hauptsächlich, also wenn dann den Chat halt nur im Stream mit, auf Discord kriege ich dann gar nicht mit halt. Fuego, schönen guten Abend und schön, dass du da bist, wie geht's dir? Wie war denn dein Tag? Ich hoffe, du hast den Tag gut genossen. Und hast jetzt ein freies Wochenende.
Ja, Ribo. Okay, gib mal her. Kam nicht an. Echt, am PC geht kein, nur krass. Achso, dann warst du bei Dark Souls halt immer am Handy. Krass. Plot Twist. Soll mir die Hupe jetzt bringen, ey? What the fuck? Das stimmt voll. Da würde die Nachrichten drei Rennen dauern. Da würde das Nachrichtenschreiben drei Rennen dauern. Ja, das ist nicht schlimm. Das ist ja nicht schlimm. Also, ich lese ja so dann auch alles. So, zumindest bemühe ich mich so einigermaßen. Jetzt bist du eingespielt. Also jetzt, wo keiner da ist, wäre ich auch eingespielt. Also wenn keiner mehr da ist, wäre ich auch eingespielt. Ja, die Sache ist halt, ne, wenn jetzt wirklich später nur Onstream ist, also dann würde ich das auch wieder ganz anders handeln. Dann würde ich zum einen, dann müsste ich mehr schauen, wie ich dann ein faires System habe. Also ich habe dann halt schon überlegt, dass ich das echt über den Stamm-User-Rang mache. Und da jetzt schon viele da am Sparen sind, habe ich mir gedacht, okay, dann passt das. Aber dann würde ich da auch wieder ganz anders so ein bisschen schauen, dann würde ich auch nur dann Leute dann zum Beispiel im Voice rein, ne, so nach dem Motto, die auch mitspielen und so, weil dann kann man das wieder, ne, auch wieder ein bisschen anders. Das ist dann, weil sonst wäre es irgendwann einfach, weiß ich nicht, wäre man einfach mit 20 Leuten im Voice, wenn es mehr werden und klar, davon spielt vielleicht nur die Hälfte oder so. Und ja, ich würde dann auch ein bisschen vielleicht, ja, auch von der Fluch, Gewalt und ähnliches, vielleicht ein bisschen so jugendfreundlicher auch müsste es ja werden. Da ist er dann halt nicht mehr so. Also müsste. Nee, jetzt nicht so, aber. Ich hab mich schon gefragt, warum du stehen geblieben bist. Ah, verdammt, egal.